Bonn angekommen. Leute, ich war einfach heute den ersten Tag surfen. Es ist einfach so warm in diesem Wetsuit. Hallo! Und willkommen zu einem neuen Vlog. Anni und ich sind jetzt am Flughafen. Wir gehen heute nach Portugal. Ehrlich gesagt geht es jetzt nach Lissabon. Und morgen geht es dann für eine Woche nach Faro. Da wird gesurft, da wird entspannt. Das ist hier gerade richtig laut. Aber ja, ich dachte mir, ich nehme mich jetzt einfach mal mit. Ich habe übrigens einen neuen Cup dabei. Das wird es einen zweiten Drop geben von Everything Nursey. Das heißt, wenn ihr das Video seht, um 12 Uhr könnt ihr, wenn ihr wollt, in den Shop gehen und dann könnt ihr so ein welche ergattern. Anni hat auch noch einen, wobei Anni ist auch beplottert hier mit ihrem Namen. Special Edition. Müsst ihr mal sagen, ob ihr das auch cool findet, ob ihr auch gerne mal so einen Drop haben wollt, wo ihr den Namen mit einfügen könnt. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Ich habe 3 Stunden geschlafen, ich bin müde und freue mich auf den Flieger, dass ich noch ohne Haare kann. Und falls ihr ein paar mehr Einblicke haben wollt, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei oder auf TikTok. Und ich würde sagen, für uns geht's jetzt los in den Flieger. Wir sind in Lissabon angekommen und schaut mal, wir sind direkt am schönsten Örtchen überhaupt. Wir haben jetzt auch eine kleine Stärkung geholt, weil ich bin noch tatsächlich ein bisschen müde. Ich hatte heute Nacht ja irgendwie nur 3 Stunden geschlafen, aber ich konnte im Flugzeug noch ein bisschen schlafen. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden hierher gelaufen. Alle Leute fahren Roller oder fahren Auto. Ne, wir sind gelaufen. Und jetzt genießen wir diese wunderschöne Aussicht. Das ist wirklich einer meiner Favorite Spots in Lissabon. Wir schlafen tatsächlich heute eine Nacht im Hostel. Und das ist übrigens unser Balkon. Ich hatte ihn mir ein wenig größer vorgestellt. Aber that's our view. Wie süß. Diese kleinen Häuser sind einfach so niedlich. It's so schön hier. Leute, wir sind einfach angekommen. Schaut mal, wie schön das ist. Da habe ich gerade meine Socken schon aufgehangen. Wir haben einfach so ein süßes kleines Apartment und wir gucken einfach direkt aufs Meer. Jetzt haben wir noch so eine kleine Terrasse. Ich finde es einfach richtig, richtig schön. So, jetzt gibt es das erste Dinner. Wir haben selber gekocht. Boah, ich freue mich da so. Und wir genießen einfach diese Aussicht. Anni, was sagst du dazu? Yay! Oh mein Gott, das sieht einfach so gut aus. Ich freue mich da jetzt richtig drauf. Ach, guck mal, du hast es dir hier schon richtig schön angerichtet, ja, hör mal. Ich wollte noch ein Foto machen. Oh, schön. Leute, ich war einfach heute den ersten Tag surfen. Jetzt ist schon so richtig golden hour. Das ist einfach so schön. Wir haben einfach gerade wieder mal auf unserem Balkon mit der wundervollen Aussicht gefrühstückt. Und jetzt geht's gleich zum Beach. Ich habe mir hier gestern ein Surfbrett ausgeliehen. Es ist einfach so groß. Ihr könnt es gar nicht so richtig sehen. Aber schaut mal. Das ist einfach so was von viel größer als ich. Ich habe auch tatsächlich an meinen Beinen richtig blaue Flecke und an meiner Hüfte, sieht man jetzt wahrscheinlich auch nicht, habe ich einfach auch schon richtige blaue Flecke. Ich freue mich absolut gar nicht, das runterzutragen, aber ich freue mich, jetzt gleich wieder surfen zu gehen. Und das Wasser ist hier einfach echt richtig kalt, aber ich habe so ein Surf-Suit und damit geht es echt voll klar. Ich war noch nie surfen im Neoprenanzug, aber es ist einfach richtig warm, wenn man den anhat. Ja, wir machen uns jetzt ready. Und dann geht's los. Bist du ready? Yes. Perfect. I'm ready. Leute, einfach unser Airbnb ist einfach so süß. Und der Besitzer ist auch einfach, es ist so eine gute Seele. Er kam da vorbei und hat mir einfach jetzt ein neues Surfboard gebracht. Also das nehme ich jetzt nochmal runter mit zum Beach. Und er hat mir einfach, warte, ich zeige euch das, da mein Surfboard hingestellt. Ich freue mich! Leute, wir gehen jetzt surfen. Oh mein Gott, es ist einfach so warm in diesen Wetsuits. Und wir haben jetzt 2 Surfboards und Anni wird jetzt auch mit surfen. Ich freue mich so, die holt sich gerade noch ihren Wetsuit ab. So, ihr kleines OOTD of the day. Ah, ich freue mich. Bist du ready zum Surfen? Ja. Ah, da sind unsere wundervollen Boards. Ich freue mich. So, wir haben es jetzt gerade 17 Uhr. Ich muss eigentlich noch mein Board entsanden.
Oh, ich habe gerade so ein bisschen Semi-Bock da drauf. Und wir machen uns jetzt gerade fertig, denn wir fahren jetzt so in die nächste, ja, nächstliegende City, Lagos. Ich dachte, wir machen mal hier ein kleines Outfit-Check, aber es geht nicht. Oh, meine Haare sind auch noch voll nass. Manche würden sagen, es sieht aus wie ein Pyjama. Ich sage, ich fühle mich wohl und es ist super cute. So, jetzt bauen wir hier noch das Surfboard ab. Ohne sandig zu werden. That's a fucking challenge. Weh, das klaut mir jemand. Nö. Ich glaube, ich lasse es hier. Unser Haus hat es ja auch davon hingestellt. So. Soll ich eine Kerpi mitnehmen? Für alle Falle der Falle. Mir ist noch nicht so ganz klar. Mit was? Leute, ich war einfach gerade surfen. Ich hatte jetzt meine erste Surfclass. Und Anni hat auch fleißig ein paar Fotos und Videos gemacht. Aber wahrscheinlich seht ihr das jetzt gar nicht. Aber ich glaube, ich werde mal ein paar einblenden. Das war auf jeden Fall richtig cool. Und ich konnte so ein bisschen meine Angst überwinden. Die Wellen waren trotzdem relativ hoch. Das war auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt bin ich aber erstmal richtig kaputt, weil es waren so, ich war so anderthalb Stunden oder so draußen oder zwei. Und jetzt wird sich erstmal entspannt, aber der Strand hier ist auch eigentlich richtig schön, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gerade noch nicht geduscht, wir sind jetzt aber gerade vom Beach wieder zurück. That's my outfit, das ist eigentlich ein Strandkleid, aber wir gehen jetzt Fußball gucken. Wupp, wupp, wupp. Und ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Was schätzt du, Anni? Geht bis ins Elfmeterschießen. Ja. Glaube ich. Ich glaube, es wird sehr ausgeglichen. Wobei ich das richtig gerne mag, wenn das ins Elfmeterschießen geht. Ich finde das dauert doch voll lange. Aber ich finde es ganz cool eigentlich. Sag ich ehrlich, ne? Und danach spielt auch im Anschluss direkt Portugal. Also mal gucken, was dann hier so abgeht, ne? Party! Jetzt geht's auch wieder los. Oh, ich liebe das Outfit. Ja, das auch. Heute ist einfach schon unser vorletzter Tag. I'm gonna cry. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir wollen uns jetzt nochmal ein bisschen was von der City anschauen und mein Surfboard wartet schon auf mich, denn nachher geht es natürlich auch wieder zum Beach. Another day, same beach. Oh mein Gott, ich liebe es hier einfach so sehr, es ist einfach so schön. Und ich war gerade surfen, ich habe gerade jetzt auch noch meinen Surfanzug an, aber es ist so schön, weil die Wellen sind heute, oh my goodness, die Wellen sind heute nicht ganz so groß, das ist eigentlich ziemlich gut gewesen. Oh, das ist einfach kalt. Es ist einfach kalt, Hammer. Und ich wollte noch mal ins Wasser. Ich komme zwar gerade erst aus dem Wasser, aber die Wellen sind so perfekt für Anfängersurfer. Anni, eigentlich sollten wir noch mal ins Wasser. Es ist viel zu kalt. Guck mal. Oh mein Gott. But I love it. Ich muss da gleich noch mal raus. Ich habe auch extra wirklich den angelassen, weil es wird gleich noch eine zweite Surfrunde geben. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch mit mir. Aber jetzt wird erstmal noch ein bisschen entspannt. So, und wir laufen jetzt nach Hause. Und tatsächlich ist es morgen schon der letzte Tag. Ich bin echt müde. Ich habe echt richtig Hunger, weil ich war jetzt einfach gerade noch mal so anderthalb Stunden oder so surfen. Jetzt wird erstmal gegessen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ziemlich guter Abschluss für dieses Video. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye! Bye. Bye.